Zero gravity, zero Drucker, kann starten. Kaufland, wir haben ein Problem. Kontrollzentrum Kaufland hier, was ist los? Ich kann mich nicht entscheiden, welche Dose ich zuerst probieren soll. Probieren geht über Studieren. Das Alge Jetpack zündet in 3, 2, 1, 0. Ein kleiner Schluck für mich, aber ein großer für die Menschheit. Knossi, jetzt haben wir ein Problem. Es nähert sich ein Holunder-Asteroidensturm mit schneller Geschwindigkeit. Ja, ich seh's. Der Holunder. Boah, wie der aussieht. Das grenzt ja schon fast an ein... Mensch, das war geil. Mann, ihr habt ein Glück. Ob Holunder oder Limette Zero, ihr müsst nicht bis ins All. Geht einfach zu Kaufland. Die neuen Sorten Alge Holunder oder Alge Limette Zero. Exklusiv und limitiert bei Kaufland. Jojo, Peace, Leute, was geht? Hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen. Ihr habt's gerade an der Werbung erkannt. Abends habe ich mir die Werbung angeschaut, ne? Ja, von Knossi. Und ich habe schon mal ein Video in Nürnberg gemacht mit Alge. So, was wir jetzt tun werden ist, wir fahren jetzt Kaufland Ansbach und suchen diese zwei Sorten, Limette Zero und Holunder. Und auf die Holunder-Sorte freue ich mich am meisten. Und dann werden wir das Ganze testen. Auf dem Weg zum Kaufland. Und ja, so ein Kackscheißwetter echt. Naja, egal. Düsen mal schnell mit dem Fahrrad dorthin und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. So, dann schauen wir, dass wir mal zum Kaufland gehen. So, fahr mal entspannt mit dem Fahrrad. Das Wetter könnte echt besser sein, aber da vor einem Jahr, wo ich das Video gedreht hatte in Nürnberg, war es eigentlich auch nicht so toll, aber es hat minimal geregnet, sage ich mal. Das hat man halt in dem Video nicht gesehen und ja, genau, jetzt fahren wir zum Kaufland, dann passt die Sache wieder. So, schauen wir mal. Aber ich sehe es. Jetzt habe ich gerade gemerkt, da gibt es auch alkoholische Getränke von denen. Das sind gar nicht die Sorten. Die nehmen wir jetzt aber auch mit. Dürfen aber nicht vergessen, wir sind hier wegen Holunder und Limette Zero da, also danach müssen wir auch gucken. Den habe ich jetzt zufällig im Regal gefunden. Jetzt warte ich auf eine Antwort. Vielleicht holt er was aus dem Lager und dann wäre cool, wenn ich noch die Holunder-Sorte bekommen würde. Ja, Mann. Gefunden. Nach gefüllter Ewigkeit endlich die zwei Sorten gefunden. Ja, genau. Nachgefüllt 30 Minuten haben wir endlich diese Sorte gefunden.
Und die andere Sorte haben wir zufällig im Regal gefunden. Aber das war alles hinter der Säule versteckt. Also, naja gut, jetzt ist ja vorbei. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, die Sorten zu probieren. Eigentlich wollte ich auch meinen Ort nicht hier im Brückencenter machen, um zu filmen, aber es regnet gerade so ekelhaft. Man kann sich nirgendwo hinhocken. Und ja, eigentlich wollte ich das Video auch in Nürnberg drehen. Aber ihr wisst ja so, dass ich zum Beispiel mein Zeug immer hier in Ansbach kaufe. Getränke und die Influencer-Sachen. Und dann immer nach Nürnberg fahre. Aber das schaffe ich heute irgendwie zeitlich alles gar nicht. Naja, auf jeden Fall genug geredet. Wir probieren jetzt Alge Limette Zero und Alge Holunder. Und ja, ich habe mir die Sorten auch nochmal für mich zu Hause gekauft. Ach ja, bevor ich das vergesse, ich habe jetzt nochmal zwei neue Sorten gefunden. Die sind aber wiederum alkoholisch. So, ich zeige es euch schnell. Da mal hier. Alge to go. Wodka Lime und Spicy Room. Kann ich heute leider nicht probieren. Ich glaube, hier ist erstens Alkoholverbot. Und zweitens, muss ich später noch wegfahren. Ich kann heute leider die zwei Sorten nicht probieren, auch wenn es nur ein Schluck ist. Ich hätte euch gerne gesagt, wie die schmecken, aber ich habe gar nicht mal gewusst, dass die rausgekommen sind. Wann sind denn die rausgekommen? Schreibt es mir bitte unten in den Kommentaren. Und ja, genau. Ja Mann, da freue ich mich jetzt drauf. Alter, da freue ich mich richtig drauf. Alge Holunder probieren. So, also man sieht es hier schon. Es ist halt holunderartig. Jetzt bin ich gespannt. Nein, Spaß, das schmeckt richtig geil, Mann. Das ist schön süß, fruchtig. Das kann man machen. Ich bin froh, dass ich noch eine Sorte gekauft habe. Weil ich habe die Werbung gestern gesehen. Und sobald immer diese Werbungen rauskommt, muss man dann in den Kaufland gehen und diese Getränke kaufen. Sonst hat man ein Problem, sonst kriegt man die nicht mehr. Wo ich damals vor einem Jahr das Video gedreht habe mit der Limette, die Sorte kriegst du auch nicht mehr. Das ist schwierig. Außer irgendwo anders in einer anderen Stadt, aber in Ansbach keine Chance. Auf jeden Fall geil. Und ja, das sind auch die Gründe, warum ich dieses Video drehe. Weil die Haftbefehlgetränke, die ich damals probiert habe, die sind auch schwierig zu kriegen. Und wenn man die halt mal einmal probiert hat, passt es. Genau, hier steht auch drauf, es ist kein ohne Alkohol, ne? Das heißt, das sind jetzt sodaartige Getränke. Also so Sprudelsoda, sage ich jetzt mal. Aber finde ich richtig geil. Also Alge. Weiß nicht, ob man das hier auch im Brückencenter beim Rewe kaufen kann. Normalerweise schon. Aber ich glaube, nee, ich glaube doch nicht, weil die in der Werbung sagten sie, glaube ich, nur Kaufland. Also muss man leider hier ein bisschen außerhalb gehen, wer Ansbacher ist, oder man fährt mit dem Auto und kauft diese Getränke. Genau, also Holunder-Sorte, richtig geil, probieren. Und ja, richtig cool. So, also richtig lecker, meinte ich. Cool ist es und lecker ist es auch. So, jetzt hat. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hier ist jetzt genau das gleiche. Bloß mit Zero-Geschmack. Ohne Alkohol und nix und halt sodaartig. Bin ich auch gespannt. Ich denke jetzt, dass es genauso schmecken wird wie das andere. Aber da bin ich gespannt. So. Zero-Geschmack.
Okay. Klar, grün. Durchsichtig. Oh, hoppla. Scheiße. Egal. So, machen wir jetzt einen Probiertest. Ich muss sagen, ohne Scheiß, ich hatte den Limettengeschmack, also das ist ja jetzt die neue Zero-Sorte. Die ist gut, aber die ist säuerlich. Ich hatte den anderen Geschmack auch säuerlich, aber nicht zu euch säuerlich in Erinnerung. Und ja, also da, wo ich das Video Nürnberg-Schweinau, die Limettensorten-Video gemacht habe, die war sehr, sehr geil. Also die hat sehr gut geschmeckt und ich muss sagen, das Holunder toppt genauso gut wie die alte Limette. Die ist jetzt auch gut, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Das war ja auch vor einem Jahr her, wo ich Limette getrunken habe. Und ja, aber die ist ganz okay. Und die wird es auch spätestens in einem halben Jahr nicht mehr im Laden geben. Weil erstens werden die weggekauft. Das ist verrückt. Ich war im Kaufland und habe eine halbe Stunde danach geguckt, wo diese Getränke sind. Und die gab's. Das war nämlich meistens so, ich habe immer in die Läden geguckt, habe geschaut und dann waren sie versteckt. Diesmal waren sie hinter der Säule, weil normalerweise stellen die immer so ein ganzes Kartonding auf. Und du läufst einfach Richtung Kasse und dann findest du diese Getränke. So wie bei Montana Black mit seinem Gönnerchi, ne? Ja. Ja, ich mache momentan nicht mehr so viele Videos, weil, ja, erstens die Aufrufzahlen. Und zweitens, ja, es ist eher in TikTok beliebter reinzuschauen und ja, was willst du machen? Auf jeden Fall, genau, diese Sorte ist my favorite, Holunder. Nicht zu sauer, nicht zu süß, sprudelig und ja, am geilsten ist noch, wenn jetzt das Wetter geil wäre, diese Dinger aus dem Kühlschrank wären und dann probieren, dann wäre alles cool. Aber das ist auch trotzdem alles cool. Geht auf jeden Fall zum Kaufland oder so, wie das die coolen Jugendlichen sagen, rennt zum Kaufland und holt euch die letzten Alge, Holunder und Alge, Limette und dann... wird alles viel, viel, viel besser hier. Also Fazit. Von 1 bis 10. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. 9,5. Das, nur eine 8. War okay, aber... ich weiß nicht. Mir hat einfach Holunder mehr getaucht. Und ja, wie gesagt, rennt zum Kaufland. Ergattert euch noch eins. Entschuldigung, Werbung von Knossi läuft, das heißt, jetzt ist es offiziell, jetzt kaufen sich die Leute das. Bin extra um 7 Uhr in der Früh beim Kaufland gewesen und jetzt hier im Brückencenter. So konnte ich jetzt in Ruhe mein Video drehen. Und? Ja, mit dem Regen hatte ich Glück gehabt, weil... später in 2-3 Stunden wird es hier richtig voll sein und auch im Kaufland wird alles voll sein und ich werde diese Getränke nicht mehr bekommen. Ganz einfach. Also, Alge Holunder und Alge Limette Zero und die anderen zwei Sorten, die ich jetzt leider nicht probieren kann, weil ich später Auto fahren muss. Aber beim nächsten Mal, oder ich sage euch einfach im nächsten Video, wie die geschmeckt haben, von denen ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass es die Sorten schon gibt als Alkoholgetränk. Das letzte, was ich mitbekommen habe, und da habe ich auch ein Video gemacht, sind die Alge Glühweine, ne? Das war ja beim Weihnachtsmarkt noch. Ich glaube, das war vor Weihnachten. Genau. Also wie gesagt, Alge Holunder und dann geht es euch viel, viel, viel besser. Und ja, ich sage langsam ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Steve's Game Kitchen und yo, peace.
Holunder-Style.